ersten Moment geht Ihnen alles durch den Kopf. Alles Mögliche. Ich habe gedacht, warum ich? Dann habe ich gedacht, warum stellst du dir die blöde Frage? Wem wünschte sowas eigentlich? Also ich habe ein ganzes Jahr gebraucht, um das wirklich anzunehmen und zu sagen, ja, ich habe Parkinson. Das fing an, dass ich den Arm nicht mehr mitschwingen konnte, den linken Arm. Und dann, was ich ganz, ganz schlimm fand, die Belastbarkeit. Ich konnte nicht mehr, wie ich sonst, die 5 Dinge auf einmal machen, sondern ich habe Tippelschrittchen gemacht, wenn ich mich umgedreht habe. Ich hatte schon Schwierigkeiten, 2, 3 Dinge auf einmal zu machen. Und dann bin ich das erste Mal zum Arzt gegangen, vor 20 Jahren, weil ich auch angefangen habe zu zittern. Und dann habe ich mich mit einigen Leuten auch unterhalten. Und dann ist mir aufgefallen, dass viele sich so schnell aufgegeben haben. Das fand ich ganz schlimm. Und da habe ich gedacht, du bist anders, du kämpfst. Die Krankheit hat erstmal nicht die Oberhand, sondern ich. Und dann habe ich mir immer gesagt, das ist mein Freund Parki. Und mit dem habe ich auch geredet und dem habe ich immer gesagt, noch bist du nicht dran, ich habe das Sagen. Es ist mein Leben. Ich kann es nicht ändern und keiner nimmt mir ab. Ich habe es schon überall probiert, keiner will ihn haben. Das Leben ist einfacher, ist viel einfacher, wenn man positiv denkt. Das ist wichtig. Und dann musste ich schweren Herzens in Rente gehen und habe mir dann überlegt, was ich alles machen könnte, wofür ich sonst keine Zeit hatte. Ich habe Dessous-Partys gemacht, Schmuckpartys, bin jeden Tag schwimmen gegangen von Mai bis September. Ich habe immer viel Sport gemacht und ich denke, das ist das, was mich eigentlich vorangetrieben hat. Mich dann eben für die Pumpe entschieden, weil ich gedacht habe, die ist es. Und das war so. Gott sei Dank. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, hat mir schon gefallen, dass ich mein eigener Herr bin. Ich kann die Pumpe einstellen, wie ich möchte. Ich muss nicht immer einen Arzt fragen. Ich habe 3 Flussraten, 3 verschiedene Medikamente. Ich finde, sie ist ganz leicht zu handeln. Man braucht die Tabletten nicht mehr immer mitzunehmen. Also ich finde es total schön. Ich kann eigentlich so die kleinen Dinge im Haushalt alle wieder alleine erledigen. Den Urlaub fliegen, wieder laufen mit meinem Hund, das war alles nicht mehr möglich. Und wenn ich spazieren gehe mit meinem Hund, dann sehe ich auch viele Dinge, die ich hier brauchen kann, die ich schön finde und wo ich denke, ja, die könnte ich mit verbasteln. Also ich brauche die Natur. Ich würde sagen, dass die Leute mehr Mut haben sollten zu der Pumpe und nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Man muss sich damit abfinden und man kann damit gut leben. Man kann ein wunderschönes Leben noch führen, trotz Parkinson.